Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich meine Schminksammlung für euch. Viele von euch haben sich das gewünscht, auch wenn meine Schminksammlung ziemlich messy ist. Also vorab schon mal, erwartet keine Tumblr-Schminksammlung. Ich habe nämlich nicht diese typischen Ikea-Regale, diese Alex-Schubladen, die jeder hat. Aber ansonsten wünsche ich euch trotzdem viel Spaß dabei. Beim Zuschauen. Und ja, legen wir direkt los. Hier befindet sich mein Schminktisch. Ihr werdet jetzt nicht so viel von mir sehen. So Leute, das ist meine Schminksammlung. Beziehungsweise das ist mein Schminktisch. Das sind diese ganz normalen Ikea-Tische ohne hier unten irgendwas dran. Ich würde sagen, wir fangen Schritt für Schritt an, weil ich habe nicht so coole Regale von Ikea, sondern ich habe alles auf dem Tisch verstaut. Deswegen fangen wir jetzt am besten mal mit dieser Partie hier an. Also wir fangen an mit vorne. Ich habe hier als allererstes mein Babypuder, was ich immer zum Welken benutze. Dann habe ich hier das Laura Mercier Puder, was ich ehrlich gesagt auch mit Babypuder gemischt habe, weil es mir nicht so gut gefallen hat. Dann habe ich hier das MAC Prep and Prime, was ich immer in einem Vlog-Video gesagt hatte. Das hatte ich auch schon aufgebraucht. Hier habe ich auch Babypuder eingefüllt, einfach damit ich es nicht so, damit nicht überall Babypuder hinkommt, wenn ich dann bake. Dafür benutze ich dann hier das. Ziemlich praktisch. Und hier habe ich noch ein anderes loses Puder von Manhattan. Und ja, es gefällt mir zwar sehr gut, jedoch die Farbe, also es ist ein bisschen pink und das mag ich jetzt nicht so. Hier habe ich meine ganzen Highlighter, auf die ich sehr stolz bin. Einmal von MAC, einmal von The Balm. Dann habe ich hier noch einen von Becca und noch einen von MAC, der aber schon leer ist. Und ja, hier habe ich ja meinen Do-It-Yourself Highlighter gemacht. Den zeige ich euch jetzt nochmal. Mega schön. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall. Sieht man das? Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und hier habe ich noch so ein Glitzerpigment, was auch ein Highlighter ist, nur halt in lose. Und das war mal von P2, eine LA. Dann machen wir weiter mit dieser Box hier. Das Einzige, was sich hier drin befindet, ist also wirklich nichts Spannendes. Hier habe ich so ein paar Haarklammern, wenn ich mich schminke, damit ich meine Haare aus dem Weg machen kann. Dann habe ich hier Wimperntuschen, mehrere. Also Wimperntusche benutze ich jetzt nicht so viel, weil ich ja immer Fake-Wimpern benutze. Dann habe ich hier Wimpernzangen ein paar. Dann habe ich ein paar Nagelfeilen hier drin. Augenbrauengele, Spitzer. Dann habe ich noch hier sowas wie von Benefit zum Beispiel diesen Flüssig-Highlighter. Wimpernkleber. Augenbrauenstifte, Eyeliner, alles. Quasi alles, was mit dem Auge zu tun hat, habe ich hier drin. Dann machen wir weiter mit diesem, ja, mit dieser Aufbewahrungsbox. Hier habe ich alle meine Concealer drin und alles an Concealer und Kontur, also Flüssigkontur, Creamkontur ist hier drin. Dann mache ich weiter mit diesem hier, das ist direkt daneben. Hier drin habe ich einmal meine Lippenpflege, das ist auch meine einzige. Und also ich bin nämlich ich benutze immer nur eine, wenn ich eine benutze. Und meine ganzen Lip Liner. Hier sind ganz unterschiedliche drin. Hier habe ich einmal von Kylie Jenner, das war ein Fake-Kauf, von Manhattan. Dann war das hier so ein Set von Amazon, sehr günstig. Verlinke ich euch auf jeden Fall unten und wirklich sehr gut. Also die Pigmentierung ist echt der Wahnsinn. Ich habe hier auch welche von MAC drin. NYX, Kiko. Machen wir weiter mit diesem Teil hier. Ich habe hier all meine Beauty-Blender und Schwamme drin. Also alles, was an Schwammen und Beauty-Blendern man haben kann. Ja, ich muss die mal sauber machen. Hier unten habe ich noch restliche Wattepads und ganz unten sind so Pflege, wie zum Beispiel meine Vitamin-E-Kapseln lagere ich hier. Die kennt ihr ja schon von meinen Videos. Die benutze ich ja eigentlich fast immer. Und das war's. Hier habe ich dann noch so ein Set mit einer Nagelschere, Nagelclipser und Pinzette, Pfeile und so weiter. Hier habe ich dann noch meine Comedon-Quetscher. Das Set verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Habe ich, glaube ich, auch für 1 oder 2 Euro bei AliExpress gekauft. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und hier hinten mit dem Berg hier machen wir gleich weiter. Hier bewahre ich alle meine kleinen Pinsel auf. Also alles, was klein ist, so
Highlighterpinsel habe ich hier drin, Lidschattenpinsel, Verblender, Augen, meine Augenbrauenpinsel habe ich hier drin. Also ganz, ganz viele kleine Pinsel. Alles, was groß ist, habe ich hier. Und zwar sind hier meine Foundation-Pinsel, meine Rouge-Pinsel, meine Puderpinsel, meine Konturpinsel. Hier sind auch ganz gemischte Marken drin. Ich habe einen von MAC, ich habe einen von Evelyn, ich habe hier welche von so ein Set von Amazon hier hinten, die... Ich habe zu Eva Pinsel, nochmal zu Eva Pinsel, nochmal zu Eva Pinsel, nochmal ein zu Eva Pinsel. Dann, ja, ich weiß auch nicht, das war mal von einer Kette und ich fand das so süß und deswegen habe ich das mir hier so einfach hingestellt. So, machen wir weiter mit dieser Ecke hier. Ich muss jetzt ganz kurz die ganzen Sachen mal herholen, alles. Also, zuallererst habe ich hier meine Abschminktücher von Balea, damit es einfach... ja, schneller geht, mich abzuschminken. Oder ich zum Beispiel mal irgendwie Lidschatten wegmachen muss oder sonstiges. Dann habe ich hier einmal so zwei Kosmetiktaschen. In der einen Kosmetiktasche sind alle meine Single Eyeshadows drin. Habt ihr wahrscheinlich auch schon in meinem DIY-Highlighter-Video gesehen. Alle Lidschatten, die ich jetzt so lose habe, sind hier drin. Von Trended Up, von MAC Pigmente, von Kiko, von Catrice. Das ist uralt. Wirklich uralt. Von Colourpop habe ich hier was. Ja, wieder Kiko. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Kiko. In dieser zu Eva-Tasche habe ich meinen Bronzer. Noch einen Bronzer. Noch einen Bronzer. Irgendwie den Bronzer nochmal. Rouge. Noch ein Rouge. Noch ein Rouge. Und noch ein Rouge und nochmal ein Bronzer. Die benutze ich ehrlich gesagt aber nicht, seitdem ich die BH Cosmetics Palette habe. Greife ich echt auf diese Tasche sehr selten zu. So, dann kommen wir zu dieser großen Box, die ich hier hinten habe. Wow. So, diese große Box ist voll mit meinen Paletten. Und wir gehen jetzt Schritt für Schritt einmal durch. Also, als allererstes habe ich die BH Cosmetics Kali Bible Deluxe Palette. Die schaut so aus, wenn meine Kamera jetzt fokussieren würde. Hallo. Die schaut so aus, von innen so. Ich glaube, viele von euch kennen sie. Das ist meine absolute Lieblingspalette. Und wie ihr seht, ich habe sie echt schon misshandelt. Dann habe ich hier noch eine BH Cosmetics Palette. Das ist die Cream Contour Palette. Da benutze ich am allerliebsten diesen Ton, wie man sehen kann. Und diesen direkt da drüber. Dann habe ich hier noch eine Palette, habe ich mal von einer Freundin bekommen. Und da sind ganz viele verschiedene Blush-Töne drin. Dann habe ich hier die Kylie Jenner Palette. Dann habe ich noch eine Lidschattenpalette von BH Cosmetics. Die Natural Eyes Palette. Die ist auch wirklich sehr, sehr schön. Hier habe ich mir so ein Dings mal bei Amazon bestellt. Hier habe ich dann ganz viele Lippenstifte, die mir kaputt gegangen sind, geschmolzen und dann hier in solche Pots reingemacht. Unter anderem hier von MAC. Dann habe ich hier eine Palette von Makeup Revolution und die Palette liebe ich auch wirklich sehr. Leider sind hier fast nur Schimmertöne drin. Die einzigen, die matt sind, sind diese vier Töne hier an der Seite. Aber die Töne sind wirklich sehr, sehr schön und vor allem die diese hier, die sind so butterweich und die sind auch wirklich nicht teuer. Die hatte ich mir bei Cosmetic for Less bestellt. Mittlerweile gibt es das ja aber auch beim Rossmann. Und hier habe ich nochmal eine Konturpalette von BH Cosmetics. Das ist aber Puder. Dann habe ich mir so eine Billigpalette von Amazon auch geholt. Da sind ganz viele verschiedene Concealer-Töne. Hier habt ihr ein bisschen Color Correcting. Hier habt ihr ein bisschen zum Konturieren. Also die ist wirklich sehr, sehr günstig. Aber sie ist gut. Nur ich habe halt, ich habe die übrigens auch noch einen cremigen Highlighter drin. Nur ich habe halt in den Rezensionen auch gelesen, dass viele von diesen Produkten bzw. von diesem Produkt Hautausschlag bekommen hat. Deswegen, ich weiß nicht, was da drin ist. Bei mir hat es jetzt, also bei mir hat es keine allergische Reaktion hervorgerufen. Deswegen habe ich sie noch hier. Und dann habe ich hier einmal die Palette von H&M. Die, hier habt ihr einen Blush, hier habt ihr einen Highlighter und zwei Konturfarben. Die Palette von NYX, die benutze ich nicht wirklich. Die ist auch komplett leer. Ihr seht ja, was ich am meisten benutzt habe. Diese Highlighterfarbe und diese Highlighterfarbe habe ich nie benutzt. Und der Ton ist mir echt viel zu dunkel. Den benutze ich auch höchstens nur, wenn ich irgendwie das in meinen Augen, also in meinen Augenlidern irgendwie verdunkeln möchte. Und hier seht ihr irgendwas Cremiges und fragt euch jetzt bestimmt, was ist da drin. Da habe ich den Konturstick von YouStar reingemacht.
gemacht. Ich habe den mir hier abgefüllt, weil der Stift, ich habe den Deckel verloren von dem Stift. Deswegen wollte ich nicht, dass da irgendwelche Fusseln oder so dran kommen. Deswegen habe ich das einfach hier abgefüllt. Dann habe ich hier, ja, hier steht zwar Blush-Palette, aber ich habe den Deckel davon verloren. Ich hatte nämlich mal die Blush-Palette von Makeup Revolution und irgendwie hatte ich nur noch den Deckel von der Blush-Palette und das ist eigentlich die Concealer-Palette von denen. Das ist auch wirklich von Revolution. Steht auch hinten nochmal drauf. Dann habe ich hier noch so eine No-Name-Palette. Die Farben finde ich auch nicht schön. Benutze ich ehrlich gesagt auch nicht. Das sind so Blau-Grautöne. Der einzige Ton, der mir wirklich gefällt, ist hier dieser weiße. Aber ja, den benutze ich nicht wirklich. Also die Palette geht so ein bisschen verloren irgendwie und ich habe auch nur den weißen bis jetzt einmal geswatcht. Dann habe ich hier eine Konturpalette von Catrice und eine Blushpalette von Essence. Noch eine Konturpalette von Essence. Und hier habe ich ein Eyebrow-Kit von Eustar. Hatte ich mir mal bei Douglas bestellt. Hier ist ein Pinsel dabei und finde ich mega praktisch. Hier war auch eine kleine Pinzette dabei. Das war ein Augenbrauenpuder, beide dunkler und ein bisschen heller. Das war mal Gel. Und das ist so ein Highlighter, den ich auch mega schön finde. Und wie ihr seht, ich habe diese drei. Dann machen wir weiter mit der Douglas Mini Palette. Die ist wirklich sehr schön. Sie hat auch einen Spiegel, was ich mega schön finde. Und die Farben gefallen mir auch mega, mega gut. Hier habe ich einfach nur einen Spiegel drin. Und hier habe ich so eine Palette, die habe ich mir mal vor Jahren in Italien gekauft. Aus so einem Bazar. Das war so gerade, als ich neu angefangen habe mit Schminken. Und ihr seht ja, die einzige Farbe, die ich benutzt habe, war hier dieses Braun. Dann habe ich noch hier, das war von Catrice. Hier sind auch nur noch zwei Farben übrig. Der Rest ist mir leider kaputt gegangen. Beziehungsweise drei. Einmal das Weiß, einmal das Braun und einmal dieses dunkle Schwarz hier. Und dann habe ich hier einmal die Catrice Copper Kollektion. Das sind auch wirklich mega schöne Farben. Wirklich super schön. Das Einzige, was mich stört, ist halt, dass hier keine so eine Übergangsfarbe beziehungsweise, dass hier überhaupt keine matte Farbe drin ist. Ja, die Palette hatte ich von der Essra bekommen im Tauschpaket. Und dieselbe hatte ich auch zu Hause, nur in The Nude. Hier sind wenigstens zwei matte Farben drin. Und das finde ich auch wirklich sehr gut. Beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6 matte Farben sind hier also doch drin. Dann habe ich hier noch die Sleek Konturpalette. Diese beiden Töne habe ich nie oft benutzt. Ich habe immer den Konturton benutzt, aber ich sehe es auch nicht ein, so viel Geld für eine einzige Farbe auszugeben. Dann habe ich einige Paletten von W7. Ich glaube sogar alle, die die haben. Einmal in der Nude Palette, was ich auch super schön finde. Also die Farben sind wirklich mega schön. Dann habe ich noch in the Night. Das sind auch mega schöne Farben. Würde ich jetzt nicht so tragen. Also ich bin nicht so der Lila-Typ. Ich mag Lila auch nicht so gerne. Aber ja, trotzdem super schöne Farben. Und zum Schluss in the Buff Lightly Toasted. Das sind auch mega, mega schöne Farben. Vor allem, ich finde diesen Ton super schön. Diesen Ton und diesen Ton. Ich hoffe, ihr kennt die Töne auch gut in der Kamera. Dann habe ich hier die Anastasia Beverly Hills Konturpalette, die schon komplett missbraucht ist und hier schon auseinanderfällt, wie ihr sehen könnt. Und hier habe ich noch das Glow Kit von Anastasia Beverly Hills. Habe ich nie benutzt und ja. Zum Schluss habe ich noch zwei von denen. Die andere hole ich jetzt nicht raus. Das sind einfach, ich weiß gar nicht, wie viele Farben das sind, aber es sind extrem viele Farben. Hier sind drei von diesen Teilen drin. Gibt es bei Amazon hier unten. Wie ihr seht, ist auch noch so ein Dings. Die habe ich zweimal. Einmal mit etwas kräftigeren Farben und einmal mit, wie ihr seht, so mit so braunen Tönen. Etwas schlichter. Kriegt ihr bei Amazon. Ich versuche es euch mal zu verlinken. Ist auch nicht teuer. Ist wirklich günstig für den Preis. Also für so viele Lidschatten ist es wirklich günstig. So, dann habe ich hier meinen kleinen Schminkspiegel. Den brauche ich immer zum Schminken, sonst sehe ich mich nicht. Den stellen wir jetzt auch mal beiseite. Und hier habe ich meinen Primer. Das ist mein Lieblingsprimer von Maybelline. Das ist auch, glaube ich, mein einzigster Primer. Und ja, den benutze ich wirklich sehr, sehr gerne. Und hier habe ich alle meine Glitzer, Pigmente und alles, was mit Glitzer zu tun hat. Von Essence, von Douglas. Das sind eigentlich auch die einzigen. Und hier sind halt ganz viele von Amazon. Dann legen wir mal mein Handy beiseite. Dann habe ich hier alle meine Foundations. Und ich habe wirklich nicht viele Foundations. Ich habe einmal hier eine von P2. Dann habe ich hier eine von Essence. Huda Beauty. Kennt ihr ja aus meinem Testvideo. Die Fit Me Foundation. Die Perfect Match. Die Luminous Smooth Foundation.
MAC Studio, diese Waterproof Foundation. Ich hatte auch die Pro Longwear und die ist aber leer. Und zwei von diesen kleinen Estee Lauder. Also ich habe mir direkt zwei bestellt von denen. Hier hinten in diesem Holzdings habe ich alle meine Lippenstifte verstaut. Hier ist von Colourpop bis Essence bis MAC bis... ich habe hier drin auch Dior, Maybelline... Chanel Lippenstifte habe ich auch. Ich finde sie gerade noch nicht. Ja, Chanel haben wir hier auch drin. Alles komplett voll. Ich habe echt viele. Vielleicht kennt ihr ja noch mein Video, wo ich meine ganzen Lippenprodukte mal swatche. Da könnt ihr ja auch nochmal vorbeischauen. Und dann kommen wir zu dieser Ecke. Ich hole das jetzt einfach mal näher ran, damit ihr es auch besser sehen könnt. Hier habe ich einmal mein Primer Water von Primark. Wundert euch nicht, warum das hier so gelb ist und hier oben auch. Ich habe hier Karottenöl reingemacht, weil ich gelesen habe, dass Karottenöl gut sein soll für die Haut. Dann habe ich hier mein MAC Prep and Prime, was leer ist, wo ich ganz normal Wasser reingemacht habe, also ganz normales Leitungswasser und auch ein bisschen Kokosöl reingemacht. Dann habe ich meinen momentanen Favoriten, das ist von Fairway oder wie das auch immer heißt. Das ist eine Schweizer Marke und eine sehr bekannte und berühmte und teure Marke. Ja, das ist das Aloe Vera Spray von denen, das Rescue Spray. Ich verlinke es euch, wenn ich es finde. Dann habe ich hier zweimal das Alverde Fixierspray. Das mag ich auch ganz gerne. Und dann habe ich hier noch das Essence Fixierspray, was ich auch sehr, sehr mag. Und zum Schluss mein Highlight, das Urban Decay All Nighter in der kleineren Version. Dann gehen wir in diese Ecke hier. Da habe ich wirklich nichts Besonderes. Ich habe hier Nagellackentferner. Ich habe hier Handcreme, ich habe hier Karottenöl, nochmal Handcreme, wie ihr seht. Dann habe ich hier einfach ganz normal Haarschaum, Haarspray, Rosenwasser, mein geliebtes Aloe Vera Gel, was ihr auch in jedem meiner Videos seht. Das benutze ich quasi immer als Vorbereitung für mein Make-up. Dann habe ich hier noch einmal das Balea Serum, dieses Fliegeserum, noch eine Handcreme, eine Tagescreme von Balea, von Scholl dieses Hirschteig, was ich super feier, ist mega gut, von Rituals, ja auch eine Handcreme, hier einmal, ups, einmal auch von Rituals die Body Cream, also ganz normale Body Lotion, dann habe ich hier von Today, ich glaube das ist von Lidl oder Aldi, so ein zwei Phasen, Augen-Make-up-Entferner mit Pantol, das ist super gut, das ist mega gut. Ihr seht ja, ich habe es aufgebaut, werde es mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Dann habe ich hier noch Babyöl, dann habe ich hier noch Wachs für ja, so ein paar kleine Babyhärchen. Und zu guter Letzt habe ich hier hinten Klopapier, weil so Tücher braucht man immer. So, dann kommen wir zu dieser Ecke hier hinten, das schiebe ich jetzt einfach mal so nach vorne, genau so wie es ist. Ja, hier sind... Also alles, was ihr hier seht, sind Wimpern. Das sind die Volume-Wimpern von Primark, die ich heute anhatte und das erste Mal getestet habe. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also sie sind genauso wie die von Essence, finde ich. Diese hier für 1,50 €. Die gefallen mir nicht so gut, aber ich zeige euch gleich meine Favoriten von Primark. Und zwar sind das diese hier. Das sind die 3,50 € Wimpern und die finde ich mega gut. Also... Die lohnen sich auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch die von Huda Beauty Scarlett. Dann habe ich hier welche von AliExpress. Findet ihr aber auch bei Amazon. Dann habe ich hier noch welche von AliExpress. Noch welche von AliExpress. Die sind übrigens auch von AliExpress. Die sind mega gut und flauschig und also wirklich top. Dann habe ich hier noch welche von AliExpress. Und... ich habe noch welche von AliExpress und das sind Kontaktlinsen. Dann öffnen wir hier die Schublade und ich habe hier nochmal diese Volume-Wimpern und nochmal Volume-Wimpern und die Sultry oder keine Ahnung wie die heißen Wimpern. Und hier drinne befinden sich dann das andere Modell von den 3,50 € Wimpern, auch von Primark. Ich lege die immer hier so dazu, damit sie nicht verloren gehen, weil ich liebe die. Das Einzige, was ich jetzt noch hier drinne habe, sind ganz viele Wimpernkleber. Die benutze ich aber nicht gerne. Also ich benutze, wenn, dann benutze ich gerne diese beiden hier von Primark, die bei den 3,50 € Wimpern dabei waren. Aber eigentlich benutze ich super gerne den Fingerskleber von DM, den die ja leider aus dem Sortiment genommen haben. Also den gibt es nur noch online. Deswegen müsst ihr einfach mal schauen. Das lege ich jetzt wieder zurück.
Und das Einzige, was sich hier noch befindet, ist meine Haarbürste. Ganz einfach, schlicht, von DM, von Evelyn. Ach, übrigens, unter meinem Tisch befinden sich meine ganzen Kosmetiktaschen, meine ganzen, so, wo ich meine Pinsel drin hatte. Und meine ganzen Nagelsachen, wie ihr seht. Ich habe da sogar so eine LED-Lampe. Ich mache mir ab und zu meine Nägel selber. Ich hatte nur halt kein Gel mehr und alles. Das habe ich mir jetzt alles nachbestellt. Also es wird auf jeden Fall noch ein Video kommen, wie ich meine Nägel selber mache mit Farbe und allem drum und dran. Und so sieht dann mein Schminktisch auch aus. Und hier bin ich. Hallo. Nicht so ordentlich, wie manche anderes vielleicht haben. Aber ich habe meine kleine Ordnung hier drin. So, Leute. Und das war's dann auch mit meiner Schminksammlung. Und mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass euch trotz, dass ich so ein bisschen Chaos in meiner Schminksammlung habe, hoffe ich trotzdem, dass euch das Video sehr gefallen hat. Und wenn dem so ist, Daumen nach oben nicht vergessen und natürlich auch ein kostenloses Abo dalassen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bis dann, ciao!